Die Besonderheit des Touring-Konzepts, welche wir erstmals 1968 beim 911 Carrera T umgesetzt haben, dann 2017 in der 991 zweiten Generation wiederbelebt haben und folglich jetzt im 992 wieder umsetzen, ist die, dass wir mit einem vergleichsweise leichten Carrera-Motor mit 385 PS ein unglaublich dynamisches, agiles und gleichermaßen alltagstaugliches Fahrgefühl umsetzen. Und das Ganze erreichen wir ganz wesentlich dadurch, dass wir serienmäßig technische Highlights wie Hinterachs-Quersperre, das Torque-Vectoring in diesem Fahrzeug zuordnen, wir es aber dennoch schaffen, dass wir in diesem Fahrzeug 35 Kilogramm Gewicht rausnehmen. Das schaffen wir dadurch, dass wir ein Schaltgetriebe umsetzen. Wir lassen die Hintersitzbank entfallen. Wir setzen Leichtbauverglasung um und wir nehmen Dämmmaterial aus dem Fahrzeug raus, was zusätzlich nochmal dazu führt, dass wir eine deutlich emotionalere Akustik im Innenraum haben. Und dieses ganze Paket in Summe bei diesem 992 T führt letztendlich genau zu diesem T-Feeling. Leicht, agil, puristisch, Spaß, Fahrspaß, aber trotzdem bei hoher Alltagstauglichkeit. Wir haben im 992 T im Exterieur einige Differenzierungen in Achatgrau vorgenommen, wie zum Beispiel das Heckdeckelgitter, den Schriftzug, wir haben den Außenspiegel als auch den Dekorschriftzug an der Tür in Achatgrau und wir haben zusätzlich noch das Carrera S-Rad in Titangrau dargestellt. Die emotionalen Highlights aus dem Exterieur setzen sich sehr konsequent auch im Interieur fort. Wir haben den in der Höhe um 10 mm reduzierten Schalthebel. Wir haben die optional verfügbaren Vollschalensitze und wir haben den Entfall der Hintersitzanlage.